Hey, hey, Spacko, was machst du da in meinem Garten? Ich fange gerade ein Pokémon. Aber bestimmt nicht in meinem Garten, Mann, ihr scheiß Freaks. Aber es ist ein Relaxo. Was? Ein Relaxo? Mama, hol mal bitte schnell das Handy. Bitte, schnell. Dreimal dürft ihr raten, wer jetzt ein Relaxo hat. Ja, servus Leute, was geht ab? Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Oh, das war schon ziemlich schwul, aber man kennt ihn einfach nicht. Nun gut, das ist mittlerweile das erste Video hier auf meinem Kanal nach dem Statement-Video. Und ihr merkt bestimmt, ich habe einigermaßen gute Laune und das liegt daran, dass alles cool ist mit den anderen Ex-Member von Social. Wir haben weiterhin guten Kontakt und ich habe auch schon ein Video bei Reserve hochgeladen und dadurch einige Zuschauer dazu gewonnen. Und für diese neuen Zuschauer stelle ich mich mal ganz kurz vor. Mein Name ist Jeff. Ja, hätten wir das auch schon mal erledigt. Aber kommen wir mal zum heutigen Thema des Videos. Und zwar habt ihr bestimmt schon im Titel gelesen, ich werde aktiv oder ich werde aktiv, jetzt geht's los. Und es ist keine leere Versprechung dieses Mal. Ich habe es wirklich vor, aktiv durchzuziehen. Ich habe momentan noch 4 Wochen Semesterferien. Ich werde Videos vorproduzieren. Oh, ja, Leute, ist okay, ist okay. Ich habe auf jeden Fall einiges geplant in Projekten. Leute, alles in Ordnung, ist okay. Mit anderen YouTubern und so weiter. Leute, hallo, Hilfe, 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 Hilfe! Holla die Waldfee, das war knapp. Nun gut, kommen wir zurück zum Thema des Videos. Normalerweise lade ich nur jeden 11., 12. Tag ein Video hoch. Leute, die mich privat kennen, wissen, warum das so ist. Ich bin erstmals eine mega faule Sau. Und zweitens ist es einfach so, dass ich nicht jeden Tag ein Video raushauen kann, weil ich einfach nicht so viele Videoideen habe. Ich weiß, meine Videos sind jetzt nicht die tiefgreifendsten und haben nicht die krassesten Themen, aber ich versuche immer aktuell zu bleiben und es mit viel Humor zu verpacken. Mann, ich habe schon wieder so einen trockenen Mund. Aber das ist natürlich nicht die einzige Information, die ich euch heute mitgebracht habe. Und zwar habe ich jetzt einen Community-Test mit 5 anderen Boys straight from the underground. Und zwar einmal Luke aka Kid, Flo aka Varion, Joel aka Rice und Manu aka Kinix. Und ich glaube da noch irgend so ein Kasper, ich weiß nicht wie der heißt. Außerdem bin ich jetzt mit MMOGA gepartnert. Link dazu in der Beschreibung, falls ihr günstige Game Keys... Ach, Moment mal, das bekomme ich doch bestimmt besser hin. Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Pipi. Heute wieder mit einem schönen Product Placement. Falls ihr günstige Game Keys oder PSN Cards braucht, dann geht doch mal in die Beschreibung. Dort ist der Link zu meinem Sponsor MMOGA, meine Süßen. Tschüssi. So, und die letzte Information, die ich für euch habe, ist bezüglich des 1K-Abo-Tracks bzw. Diss-Tracks. Ich werde in letzter Zeit sehr oft gefragt, wann der nun komme und ich war deswegen auch öfters mal abgefuckt. Meine Antwort war immer dieselbe. Es ist sehr schwer zu erklären und deswegen zeige ich es euch lieber mal. Yeah, 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 oh yeah, yeah. Oh, ist das gechillt jetzt raus, ja Mann. Ja, ja. Oh ja. Wow! Oh! Ja, hallo Robert, wann kommt der Diss-Track? Ja, wenn er fertig ist, ja. Oh, okay, ja genau. Okay, tschüssi. Seltsam. Okay, Nanu? Na, hallo, wer bist du denn? Hallo Robert, wann ist dein Diss-Track fertig? Ich sag dir, wenn er fertig ist. Yeah, man, I'm a real gangster from the West Side Story Coast, man, yeah. Hallo, Ixidon, wann kommt der Track? So, meine Freunde, wir sind schon zum Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Musste mich auch förmlich kugeln vor Lachen, muss ich schon sagen. Oh, danke, Flo, ja. Und falls es euch auch wie Flo ergangen ist, dann macht's doch einfach wie er. Lasst einen Like da, lasst einen Kommi da. Das war's von mir. Ich bin raus, haut rein und Peace.